Dann machen wir jetzt eine Banlist und zerstören das ganze Format und machen es so, dass es wieder cool ist, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Für alle, die nicht wissen, was ich damit meine ist. Ich meine, wir nehmen einfach die Sachen, die nicht so cool sind in Yu-Gi-Oh! Und nehmen die einfach weg. Das sind generische Karten, die jedes Deck bauen kann. Wir nehmen so Sachen weg, die einfach nicht interagierbar sind. Wir nehmen Floodgates weg. Wir nehmen auf jeden Fall Floodgates weg. Auf Floodgates habe ich gar keinen Bock. Und ihr könnt einfach mal in den Chat schreiben, was wir so für Floodgates bannen können. Und die erste Sache, die ich einmal habe, ist einmal. Fragt mich nicht, warum das die erste Karte ist, die hier draufkommt. Aber das hier ist die erste Karte, die draufkommt auf die Banlist. Einfach, weil die mich nervt. So. Und jetzt könnt ihr weitergehen. Instant Fusion gehe ich auf jeden Fall mit. Instant Fusion kann auf jeden Fall gehen. Ist zwar kein Floodgate, aber die kann auf jeden Fall gehen. Weg damit. Rivoli, The Only One. Und natürlich Gozen. Die Klassiker, die dürfen auf jeden Fall alle verschwinden. Also die können alle weg. Skill Drain. Ja, Skill Drain auf jeden Fall. Ja, die ganzen Statuen, ne? Finsternis, Erde, Licht, das Ding. Das ist eh schon auf der Banlist. Und das Ding, also alle Barrieren-Statuen. Ja, Kashtira. Ja. Ich glaube, der Ryze reicht, oder? Ich glaube, Ryze auf 0 reicht ja schon, oder? Torf G auf 3. Ich glaube eher nicht, dass wir das machen. Anti-Spell. Ja, Anti-Spell muss auch weg, auf jeden Fall. Es gibt einen Unterschied zwischen Control-Decks und der Gegner spielt nicht mehr mit. Wenn du halt ein Deck spielst, was der Gegner gar nicht mitspielen lässt, dann brauchst du auch kein Yugi spielen, weil dann macht der Gegner ja nichts. Wir werden auf jeden Fall Floodgates adressieren, aber wir werden auch Combo-Floodgates nehmen. Die können erstmal gehen. Da habe ich halt auch wirklich gar keinen Bock drauf. Weil wir versuchen quasi jetzt hier etwas zu tun, damit wir wieder Decks haben, die einfach cool spielbar sind. Christian, ja, Christian ist auch gut. Kommen wir auch immer dazu. Erstmal würde ich sagen, wir nehmen die, wer ist das Ding? Weil ich möchte die ganzen Fiend-Karten erstmal raus haben. Genau. Majesty's Fiend, da Vanity's Fiend und der andere ist Ruler, glaube ich, ne? Die Gimmick Puppet, die kann auf 3 bleiben, weil das kein Floodgate ist. So, haben wir Christian Wahl gerade, ne? Christian, hier kommt Hafenhorror. Wo ist er? Da, komm hier. Zack, alle glücklich. Also aktuell sind wir auf jeden Fall gut dabei. Wenn man sich mal überlegt, wie viele schwachsinnige Karten es in Yu-Gi-Oh! Gibt, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mistake. Oh ja. Buch der Verwinzung ist auch fein. Was denn? Mach ich nix. Curse Seal. Ja, Curse Seal ist auch ein guter Punkt. Ist zwar nicht wirklich krass gut, aber das ist eine Karte, wenn ihr halt einmal resolved, ist die halt schon räudig. Ja, weil der braucht zwei Level 6 Fiend-Monster. Ja, wenn du ein Deck hast, was die Karten bauen kann, ist es ja okay. Es geht nur darum, dass wir diese ganzen generischen Sachen, dass die Sachen, ganzen Karten verschiedene Dinge machen. Also, dass halt die Decks verschieden funktionieren und ihre eigenen Bossmonster spielen. Es gibt Bossmonster, die sind halt generisch, die müssen halt dann gehen. Ich glaube, Darkus Aphelia würde ich sogar die Line ziehen. Ich glaube, den würde ich sogar lassen. Ja, die Karten sind ja eh banned. Also, das geht von der aktuellen Banliste sowieso aus. Ne? Also, das ändert jetzt nichts an dem, was wir jetzt hier getan haben. Diese Hand-Trip-Effekte, die finde ich richtig räudig. Wo ist das Ding? Da. Weg mit der Pointer. Corporate Grave ist schon drauf. An der ersten Karte, die auch mal packt ab. Ich glaube, Crossword finde ich sogar fein. Weg mit Tactics. Also, wirklich langsam auf jeden Fall zu einer spannenden Sache hier. Wenn wir all diese Floodgates jetzt nicht haben. Es würde mich echt mal interessieren, was damit möglich ist. Wenn man solche Karten alle weghaut. Teil tot nochmal schon. Trishula ist auch fein, weil die ist zwar generisch, aber die ist halt ein großes Investment. Aquadolphin finde ich, glaube ich, auch fein. Ich glaube, in so einem Format sollten wir das vielleicht schon machen. Wenn wir das Format langsam machen, sind solche Karten hier einfach schon gut. Ne? Das heißt, die werden dann halt schon krank gut. Aber Crooked Cook machen wir auf jeden Fall gleich noch. Ich werde erstmal ein paar Secret Rares durchgehen. Da irgendwas bei ist, was halt ein bisschen Bastard ist. Glaubt ihr wirklich, dass wir die Dangers anfassen müssen? Wenn die ganzen Sachen verbieten? Weil wir haben ja, naja, vielleicht schon, ne? Ich habe jetzt Sachen wie Droll und sowas gebannt haben. Vielleicht fassen wir vielleicht doch Darkwold doch noch an. Aber der negiert halt nichts. Das ist halt immer so das Ding. Also ich finde diese Sachen, die man. Es geht so ein bisschen darum, dass wir halt mehr Interaktion selber haben. Und der Punisher ist halt nur unberührt, wenn du gleich oder weniger Life Points hast. Also wenn du Second gehst, gar nicht so schwierig. Ja, gar nicht so einfach. Tower Monster. Die können meinetwegen ruhig bleiben. Weil wir haben ja. Silver ist übrigens gut. Blue müssen wir auf 1. Wir haben Starter auf 1 und wir haben Gigantic gebannt. Das macht nichts. Silver ist auf jeden Fall gut und den Krugelkopf machen wir gleich noch. Ich gehe kurz einmal die Secret Rares durch. Ja, komm, ich glaube, ich gebe euch allen recht. Und ich packe tatsächlich einmal alle Danger auf 1. Der war auch Floodgate, ne? Ja, weg mit dir. Floodgate. Den Koseka. Weg mit dir. Ich glaube tatsächlich, ich würde sogar das Ding hier drauf packen. Empen ist gut. Das machen wir auf jeden Fall noch. Empen auf jeden Fall. Also, das ist schon mal Empen. Perfekt. Tschüss, Empen.
Das ist auf jeden Fall auch ein Blatt, was wir nicht haben sollen. So viele Karten, die wir einfach wegnehmen können, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir machen mehr für was anderes. Weil ich möchte diese unfairen Sachen wegnehmen. Da gucken wir gleich mal, was man bei den jeweiligen Decks halt wegnehmen könnte, wenn man das überhaupt muss, was man dann wegnimmt. Es gibt einen Unterschied zwischen Lava Golem und Seamoth und den Kaijus. Die Kaijus outen immer genau ein Monster, nur eins, und du kannst dem auch nur einen Kaiju geben. Und Lava Golem outet halt mit einer Karte zwei Monster. Deswegen ist Lava Golem drauf und die Kaijus nicht, weil die Kaijus pauschal fein sind. Weil in so einem Format, wo halt nicht mehr so viele generische Negates rumrennen, würdest du wahrscheinlich nicht mal Kaiju spielen. Wir hatten noch eine Karte. Genau, Silver war das, ne? Ja, wir halten fest, Yu-Gi-Oh! Zu fixen ist offensichtlich nicht ganz so einfach, weil es viele dieser generischen Sachen gibt. Fehlt mir denn noch irgendwas auf dieser Liste? Irgendwas, was generisch ist. Irgendwas, was eine FTK enabled. Ich glaube, wir hatten wohl die Dynamite, ne? Da bin ich auf jeden Fall dabei, die können auch drauf. Saruja, ja, Saruja ist auch ein guter Punkt. Jeder Player can Synchro Summon, send this card to Graduate. Oh, ja, crazy. Lol. Ja, die darf auf jeden Fall auch gehen. No Synchro Summon, nur weg. Alter, ja, komm, die kann auch. Warum gibt es so ein random ass Flatgear wie das hier? Ich glaube, wenn wir bei Sword Soul irgendwas machen möchten, was wirklich halt ein bisschen unfair ist, wäre es tatsächlich das 10er Synchromonster. Hat gerade jemand Ching-Ying gesagt? Ja, Ching-Ying ist gut. Genau den meinte ich nämlich. Rainbow Magician finde ich auch gut, ja. Das ist auch so eine Random-Karte. Menschenjagd Intelligenz. Sagt mir gar nichts. Junge, ich brauche Englisch. Ich bräuchte englischen Namen. Ich habe nur Englisch. Also ich habe hier nichts Deutsches. Der bin ich alles Bells, ne? Okay. Dragite ist der. Ist Dragite generisch? Oh, shit, ja. Kann der auch gehen. Jetzt, wo wir die ganzen generischen Karten hier draufgehauen haben, die so ein bisschen was nicht so Faires machen, können wir mal so ein paar der besten Decks adressieren. Was sind denn gerade die besten Decks? Wir haben Mathmech. Was macht Mathmech Unfaires? Mathmech hat die Fallenkarte, die unfair ist. Die hier. Die ist nicht ganz so fair. Der Circular ist nicht ganz so fair. Ich möchte das Deck ja nicht umbringen. Ich möchte es einfach nur weniger gut machen. Und ich glaube, bei Mathmech machen wir was ganz Einfaches und das ist das hier. Wir bannen den Diameter. Weil der ist die Karte, der dir diese ganzen Negates gibt. Und diese extra Summon für den vom Grave. Und ich glaube, das ist unfair. Ich glaube, wenn du mit der Fallenkarte das denn nicht mehr hast, was dann ein Negate nachher ist, ist das, glaube ich, okay. Und ich glaube, dann ist das Deck spielbar, aber nicht mehr busted. So ein Punkt, den wir vielleicht nochmal ansprechen sollten, bevor ich jetzt auf die einzelnen Decks eingehe. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal ein paar Link 1 Monster angucken und wir vielleicht einfach mal daran gehen, dass wir vielleicht mal ein paar Link 1 Monster bannen. Der kann weg. Der ist okay, der ist auch okay, der ist auch okay, der macht nichts. Der ist auch okay, der ist auch okay. Alle, die eine Fiese suchen, alle weg damit. Alle, die eine Fiese suchen, weg mit dem Ding. Die ist eh banned. Ich meine, wir können auch weg. Der ist okay, die ist eh banned. Lingoribus an sich. Ist Lingoribus unfair? Ich glaube nicht. Lingoribus ist eigentlich auch fein. Der kann weg, der kann weg. Striker. Können wir ja auch nicht so. Jetzt müssen wir einmal die Kagari, müssen wir mal bannen. Dann Drias weg. Weg damit. Das Ding kann weg. Auch wenn es mir wehtut in der Seele, dann ist es so gut. Dann haben wir jetzt damit was gemacht. Genau, ich schicke genau die Liste und sage, bitte morgen fertig machen. So machen wir es. So, Super Heavy Samurai, ne? So, ich habe jetzt ja schon das Link 1 Monster gebannt. Bannen wir den? Oder wir setzen den auf 1? So, Kashtira haben wir schon hier. Das, das, das. Bei Poli habe ich Noir gebannt. Und weg damit. Da ist nämlich die Karte, die Karten zieht. Jupp, weg. So, Branded haben wir auch schon angefasst. Wir haben auch bei dem Rickers und Avalon Deck, haben wir das Ding getötet. Was sagt ihr? Habt ihr irgendwas dazu zu sagen noch? Weil sonst würde ich sagen, wir sind ready. Also das hier ist unsere Bannlist. Ist sie nicht wunderschön? Guckt sie euch nochmal an. Mit der Bannlist wird Insects Meta möglich. Also irgendein Deck wird der Meta sein mit so einer Bannlist, das ist ja klar. Die Sache ist halt die, machen die dann irgendwas Unfaires? Das ist ja die große Frage. Weil es geht ja darum, dass wir Duelle haben, wo alle Spieler miteinander interagieren können. So viel wie möglich. Deswegen haben wir auch die meisten Handtraps im Game gelassen. Wie Ash Blossom, wie Veiler, wie Impermanence. Einfach, dass wir spielen können. Ne? Also der Gegner macht was, du machst was und wir spielen alle. Deswegen haben wir auch so eine Karte wie Nibiru gebannt, damit wir halt safe spielen können. Also irgendwas aufbauen können. Aber wir alle so ein bisschen drumherum spielen können. Dass wir einfach Yu-Gi-Oh! Spielen können. Es geht ja darum, dass wir einfach spielen. Und ich finde es halt cool, wenn beide Spieler spielen können. Und ich finde,
dass die neuen Decks viele coole Sachen machen. Ja, auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, beide Spieler sollten was machen können. Und ich glaube, mit dem Bann von all diesen Karten, die wir jetzt hier haben, haben wir zumindest das enabled, dass wir nicht wirklich instant verlieren gegen manche Sachen. Das hier ist einmal unsere ganze Banlist. Mehr habe ich nicht.